Dominik, du hast heute auf jeden Fall ein überragendes Spiel gemacht. Aus meiner Sicht 2 Tore, 1 Assist und natürlich auch noch viel mehr gemacht. Ja, wie siehst du das heute? Ja, also ich bin richtig zufrieden, vor allem mit der mannschaftlichen Leistung. Allerdings die 2 Tore hätten nicht sein müssen. Wir wollten eigentlich zu 0 spielen, das ist immer unser großes Ziel. Konnte man froh sein, dass wir vorne 4 gemacht haben und dementsprechend 4-2 gewonnen haben. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel und auch letztendlich zufrieden mit den 3 Punkten. Ich denke, wir hätten auch früher das 2-0 machen müssen, eventuell auch das 3-0 und dann wäre der Sack eigentlich zu. Aber dementsprechend holen wir es irgendwie zurück ins Spiel. Wir haben dann Glück, dass wir das 3-1 schnell wieder machen und dementsprechend dann wieder wieder 2 Tore Unterschied hatten. Bei der Hitze hätte ich persönlich ein etwas zurückhaltenderes Spiel erwartet und es ist dann doch ziemlich schnell, ziemlich viel hin und her gegangen und es war sehr chancenreich. Ja, man musste sich ja nicht großartig warm machen, man war schon warm vor dem Spiel durch die Sonne. Nee, es war wirklich sehr, sehr heiß und man hat auch in der zweiten Halbzeit ganz am Ende gemerkt, dass einfach die Power ein bisschen gefehlt hat, bei beiden Mannschaften, denke ich. Deswegen war es wichtig, früh genug den Sack zuzumachen, damit man einfach einen gewissen Vorsprung hatte und durch das 4-1 war es dann letztendlich eigentlich in meine Augen gelaufen, das Spiel. Der Trainer der Oberaachener hat in der PK das Statement gegeben, seine Mannschaft hätte sich heute wie eine Jugendmannschaft gegen eine professionell auftretende Mannschaft angestellt. Wie siehst du das, wie die Oberaachener heute gespielt haben? Ja, ich kenne die Oberaachener gut noch vom letzten Jahr und letztes Jahr, muss ich sagen, waren sie eine sehr giftige Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft und es gibt immer zwischendrin mal vielleicht eine Tiefphase. Heute haben sie vielleicht einfach einen schlechten Tag erwischt. Ich wünsche den Oberaachener trotzdem für das nächste Spiel einfach viel Erfolg und ich denke, dass es natürlich viel besser könnte. Heute haben wir einfach unser Potenzial auch abgerufen und dementsprechend war es wahrscheinlich auch schwer für sie ins Spiel zu kommen und nach dem Rückstand ist es natürlich bei dem Wetter natürlich auch extrem schwer wieder Anschluss zu finden. Heute hattet ihr keine Probleme mit den zwingenden Chancen und der Durchschlagskraft, manchmal aber schon. Wie erklärt sich das? Ja, manchmal hat man halt das Fändchen Glück und manchmal nicht. Vor allem auch bei mir, die ersten 3 Spiele habe ich nicht getroffen und dann schleust sich so ein bisschen was ein, aber letztendlich bin ich froh, dass ich heute durch meine 2 Tore der Mannschaft helfen konnte und letztendlich ist mir es eigentlich egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir haben ein gutes Spiel oder wir gewinnen und ich muss jetzt sagen, nach 5 Spiele, 4 Siege und 1 Unentschieden, das kann sich sehen lassen und dementsprechend hoffe ich, dass wir auf der Erfolgsspur weiterfahren. Man sieht ja auch, dass du auch abseits vom Tore schießen noch viel arbeitest für die Mannschaft auf dem Platz. Und dein Trainer hat heute gemeint, du bist für ihn nicht einer der besten Stürmer in der Oberliga, sondern der beste Stürmer in der Oberliga. Wie gehst du damit um? Letztendlich ist mir eigentlich, wie gesagt, ich konzentriere mich auf meine Leistung. Ich konzentriere mich, dass ich das Bestmögliche, was ich oder mein Potenzial einfach abrufe. Ich weiß, dass ich gut bin, ich weiß, was ich kann und auf das möchte ich mich konzentrieren und dementsprechend versuche ich einfach so der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Es gibt natürlich auch noch viele andere Stürmer, die gut sind. Wie gesagt, das stand seiner Sicht. Für mich ist es einfach, wie gesagt, meine Spielweise ist einfach, sage ich jetzt einfach mal, ja, das ehrt mich ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall, versuche ich immer mein Bestes zu geben und 110%, das bin eigentlich ich. Ja. 5. Spieltag, man kann doch sagen, mehr als über dem Soll, oder Soll erfüllt? Ja, also im Grunde genommen mehr als Soll erfüllt. Unser Ziel war es ja, unter die ersten 5 zu kommen und jetzt sind wir gerade auf Platz 1, dementsprechend mehr als Soll. Aber wie gesagt, das ist noch ein langer, langer Weg. Es sind die ersten paar Stufen, sage ich jetzt mal, erklimmt, aber da kommen noch einige dazu und dementsprechend müssen wir uns einfach konzentrieren, weiterarbeiten und von Spiel zu Spiel schauen, dass wir unsere Leistung wie heute auch auf den Platz bringen. Es geht für euch weiter in einer englischen Woche und am Mittwoch wartet der nächste Gegner auf euch, das ist dann Bissingen. Wie wollt ihr da eure Erfolgsstory von dieser Saison fortsetzen? Ja, gegen Bissingen haben wir aus der letzten Saison erfahren, ist es ziemlich schwer. Die spielen sehr, sehr gut und haben eine gute Mannschaft. Vor allem ist es einfach, die sind kämpferisch sehr stark und auch spielerisch. Dementsprechend müssen wir wirklich unser volles Potenzial abrufen. Ich gehe aber optimistisch in das Spiel. Ich denke, dass wir da genauso viele Chancen haben wie bei jedem anderen Spiel. Wir wissen auf unsere Stärke und wir wissen, was wir können. Und dementsprechend gehen wir auch nach Bissingen, um unser Bestes Mögliche, sag ich mal, auf den Platz zu bringen und eventuell auch die 3 Punkte dann nach Hause mitzunehmen.